Grundsätzlich hat das angefangen mit Seitenkanalangriffen, die man seit den 90ern ganz gut kennt. Und manche Angriffe erlauben es zum Beispiel festzustellen, was der Prozessor vorher gemacht hat in der Vergangenheit. Da gibt es beispielsweise solche, die feststellen können bei Verzweigungen in der Software, welche Verzweigung, welche Richtung der Prozessor gewählt hat. 2017 haben wir dann an Themen geforscht und es ist dann Anfang 2018 öffentlich geworden unter dem Namen Spectre, wo wir genau das umgedreht haben. Jetzt haben wir nicht versucht herauszufinden, welche Entscheidungen wurden getroffen bei Verzweigungen in der Vergangenheit, sondern wir haben den Spieß umgedreht und haben dafür gesorgt, dass ein Programm unsere Vergangenheit verwendet für eine Vorhersage für so eine Verzweigung. Das heißt, der Prozessor hat hier unsere falschen Daten verwendet, um ein Programm, das wir angreifen wollen, in die falsche Richtung zu leiten. Und ein zweiter Angriff ist da gleichzeitig auch mit publiziert worden, gleichzeitig mit Spectre, das war der Meltdown-Angriff. Bei Meltdown, das war nochmal anders situiert, da war es so, dass die Software auf Daten zugreift, auf die sie gar nicht zugreifen darf, weil die Daten noch nicht da sind, weil die erst von der Festplatte geladen werden müssen oder vielleicht auch, weil es Daten sind, die dem Betriebssystem gehören und deshalb man gar nicht drauf zugreifen darf. Bei Meltdown war es so, dass wir wirklich diese Daten gelesen haben, obwohl wir das nicht durften. Jetzt bei dem neuen Angriff, bei LVI, das steht für Load Value Injection, da drehen wir das um und jetzt ist es so, dass eine Software, die auf Daten zugreift, die vielleicht noch nicht da sind, zugreifen probiert. Und bevor das Betriebssystem realisiert, dass es hier jetzt was machen muss, werden schon Daten verwendet, die der Angreifer eingespielt hat. Das heißt, hier arbeiten wir jetzt auf den falschen Daten, die der Angreifer zur Verfügung gestellt hat. Das hat natürlich weitreichende Konsequenzen, weil wir jetzt in diesem anderen Programm kontrollieren können, was da abläuft. Wir können auswählen, dass auf falsche Daten zugegriffen wird, dass die falschen Funktionen ausgeführt werden. Wenn wir beispielsweise an eine Festplattenverschlüsselung denken, können wir dafür sorgen, dass der falsche Key verwendet wird für die Entschlüsselung zum Beispiel, für die Verschlüsselung und dadurch Fehler sichtbar werden, die es uns ermöglichen, dann diesen Key zu errechnen. Das Ganze ist natürlich, wie auch Meltdown und Spectre schon, ein Angriff in der Klasse der transienten Angriffe. Das heißt, das ist nur vorübergehend und dadurch werden natürlich die ganzen Sachen verworfen. Aber bevor sie verworfen werden, bevor die temporären Ergebnisse verworfen werden, können wir sie schon auslesen. Das können wir parallel. Wir haben auch geschaut, wie kann man das verhindern in Software. Wir haben eine Gegenmaßnahme dafür entworfen und Intel hat auch die gleiche Gegenmaßnahme parallel dazu entwickelt, die es ermöglicht, den Angriff in manchen Szenarien zu verhindern. Diese Gegenmaßnahme ist aber unheimlich teuer, also die Performance-Overheads davon sind so groß, dass wir uns das eigentlich gar nicht leisten können. Die langfristige Lösung ist, dass wir bessere Hardware bekommen, die diese Probleme nicht mehr hat. Und das sehen wir auch, die neueste Generation von Prozessoren hat diese Probleme, die wir hier beobachtet haben, die wir hier ausgenutzt haben, hat diese nicht mehr. Wir werden aber auch in der Zukunft weiter Probleme in diesem Bereich finden. Das ist ein ganz normaler Prozess, da wir natürlich gleich wie bei der Softwareentwicklung auch bei der Hardwareentwicklung Fehler haben, die sich in das Produkt einschließen. Das ist nicht vermeidbar.